Offensichtlich fehlt uns aktuell die Energie, um mit Rückschlägen umzugehen. Wir können offensichtlich nicht ohne individuelle Fehler und Konzentrationsmängel spielen. Wir können weder mental noch körperlich eine Reaktion zeigen. Ausgelaugt, das Wort hat er, glaube ich, 6 oder 7 Mal gesagt. Es fühlt sich jedes Mal so an, als wären wir schon direkt in der Verlängerung. Jeder kämpft mit sich selbst. Das sind die Zitate von Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz. Ich finde im Übrigen, dass er von allen Bayern Verantwortlichen derjenige ist, der sich gerade öffentlich am besten verkauft. Ich weiß, da gibt es andere Meinungen. Als ich jetzt diese PK wieder gesehen habe, bleibe ich bei der Meinung, die ich aus den letzten Wochen habe. Es gibt Leute, die haben nach dem City-Hinspiel sich sehr daran aufgehängt, was er da gesagt hat. Ich konnte das bis zu einem gewissen Grad total nachempfinden. Und ich finde, dass er im Vergleich... Er hat sich in die Mannschaft verliebt. Genau. Ja. Ich finde, im Vergleich zu seinen Vorgesetzten ist er gerade die einzige öffentlich positive Komponente beim FC Bayern. Finde ich nicht. Es ist fast ein bisschen, warum driften wir denn heute so in die Politik ab? Es ist so ein bisschen Habecksch, dass ich an ihm mag, dass er sich nach so einem Spiel, übrigens ja, haben wir es auch so noch nicht gesagt, gegen den Ex-Arbeitgeber in der alten Heimat, gegen Mainz, da hinsetzt und eine absolute Ratlosigkeit offenbart. Das hat ja etwas Sympathisches, aber Gewinner wirst du für mich in dem Moment, und das ist jetzt kein Vergleich zur Politik mehr, aber als Bundesliga-Trainer noch nicht, denn ich fand es eher erschreckend. Und da kann ja jetzt erschreckend sein, du dass er die Wahrheit ausspricht. Ich finde es erfrischend. Ja, aber wie kannst du es erfrischend finden, dass ein Trainer nach 4 Wochen sagt, ich habe überhaupt keine Ahnung, wieso wir diese Spiele verlieren? Ja, er hat also ja dann. Dann muss er ja jetzt weg. Ja, das Zitat passt ja nicht zu dem, was er sonst noch gesagt hat. Er hat ja eine Ahnung. Er hat es ja erklärt. Er hat ja versucht zu erklären, was passiert, dass sie die Spiele nicht zumachen, dass sie sich in den guten Phasen nicht. Nee, aber er hat nicht ja belohnen. Mehrfach betont, dass er nicht weiß, warum das ja, passiert. Ja, aber das passt nicht zu dem, was er sonst gesagt hat. Er hat schon. Aber gib mir eine Erklärung, die er zu der Niederlage hat. Also warum hat seine Mannschaft, er spricht von individuellen Fehlern. Genau. Und sie killen die Spiele nicht. Genau, aber das ist ja keine, und deswegen, und wir werden in Zukunft, ist jetzt die neue Strategie, wir werden die Spiele killen. Also er hat gerade keine Lösung. Hm. Ja, wie gesagt, empfinde ich nicht so. Also, sag mir, welche Lösung er präsentiert hat. So, und vielleicht ja, ist es ja auch aber nur herzlich offen. Die erwarte ich auch nicht unbedingt sofort nach einem Spiel auf so einer Pressekonferenz, weil er konnte das ja nicht so antizipieren, sonst hätte er es ja vorher, er hat ja auch gesagt, wir versuchen die Mannschaft nach bestem Wissen und Gewissen aufzustellen und einzustellen und es funktioniert halt gerade einfach nicht, weil der offensichtlich einen ziemlichen Scherbenhaufen übernommen hat. Ja, das ist natürlich dann wieder die andere Problematik, denn das kannst du natürlich genau so sagen. Ich finde gut, dass er das aber so klar nicht sagt. Genau. Also, ich meine, wenn du natürlich sagst, wir spielen im Moment so, hätten wir schon 70, 80 Spiele in den Beinen, also die Spieler, die ich gerade übernommen habe, dann ist das eigentlich ein Seitenhieb in Richtung Vorgänger. Aber ich finde eher erschreckend, und damit meine ich jetzt überhaupt gar nicht, dass er das zugibt, aber ich finde eher erschreckend zu hören, dass da ein Trainer sitzt und nach wie viel? 7 Pflichtspielen? Wie viel 7 Pflichtspiele, davon hat er nur 2 gewonnen. Genau. Ja. Sagt, wenn ich das Spiel so sehe, weil das war für mich der klare Tenor. Ne? Ach ja, wir sind am Anfang nicht gut, es ist alles so in einer Welle, sagt er immer. Und am Ende, ich habe nicht kommen sehen, dass wir das verlieren. Es war keine Pokalstimmung, dass wir da irgendwie emotional überrannt werden. Aber wir sind im Moment vor allen Dingen im Kopf offensichtlich nicht in der Lage. Und damit meine ich jetzt nicht, dass die Mannschaft gegen den Trainer spielt oder irgend so ein Bums. Das Mentale. Mit Rückschlägen umgehen. So. Das ist ja das, was er gesagt hat. Und dann müssen wir doch über eine Sache reden. Wenn es offensichtlich nichts im Bereich, ich habe hier Davis jetzt tiefer gestellt, der dann blöderweise sich auch noch früh verletzt und ausgewechselt werden musste. Also wenn es nichts damit zu tun hat, sind wir also auf der psychologischen Ebene. Genau da waren wir bei Julian Nagelsmann, da sind wir uns doch eigentlich auch angekommen. Ne? Das hat ja nie am Fachlichen gescheitert. Genau, man hat ihn nicht rausgeschmissen, weil er das falsche System gewählt hat. Ja. Auch wenn immer noch nicht bekannt ist, was genau der Haken war, aber definitiv waren wir da auch auf der zwischenmenschlichen Ebene unterwegs. Wenn das jetzt, nur etwas anders formuliert, immer noch die Probleme im FC Bayern München sind, dann stellen sich doch mehrere Fragen. Erstens, kriegst du es wirklich gelöst? Oder ist die Mannschaft eigentlich in der Zusammenstellung dann nicht coachbar? Genau. Oder interessant. Das steht hier bei mir als eine meiner Hot-Take-Fragen an dich. Ist das Team in dieser Konstellation nicht trainierbar? Ja, glaube ich nicht. Ich habe zumindest den Eindruck, man hat ja auch in der Zeit unter Julian Nagelsmann ein paar Dinge gehört, dass es da schon ein bisschen sehr viel so Grüppchenbildung und so ein bisschen schwieriges Untereinander. Da ist für mich der Ansatz. Ja? Ne? Da ist für mich der Ansatz, weil wenn du Grüppchenbildung hast und du hast offensichtlich ein Lager gehabt, das pro Nagelsmann war und eines, das kontra Nagelsmann war, wer genau und wie viele auf welcher Seite, können wir jetzt auch nicht klären. Aber viele spricht ja genau dafür.
dann habe ich jetzt, und darauf wollte ich hinaus, das Gefühl, dass du mit dieser Entlassung von Julian Nagelsmann immer noch eine Grüppchenbildung hast, denn die Hälfte, ganz grob gefasst, fand das doof und ist jetzt nicht zwingend gegen Thomas Tuchel, aber mindestens mal gegen die Führungsetage. Und die andere Hälfte hat gesagt, ja genau, dann darf ich jetzt auch und es geht voran. So, da können wir ahnen, welche Spieler das sind, aber definitiv, und wir wissen nicht genau wie viele, aber definitiv gibt es davon einige. So, wenn die Mannschaft jetzt immer noch so auftritt, dann ist sie immer noch gespalten. Genau. Und demzufolge, das ist ja das große Problem von Hasan Salihamidžić und Oliver Kahn. Du kannst ja, also die Zusammenstellung dieser Mannschaft, lass mich mal so, wir machen mal kurz sportlich. Ist das für dich auf dem Papier ein Kader, mit dem man zwingend Champions-League-Halbfinale spielen muss? Nein, zwingend nicht, wenn du gegen Manchester United, Manchester City ausscheidest. Unabhängig davon, wer jetzt mal, aber hast du dir vor der Saison gedacht, mit diesem Kader können die Champions-League-Halbfinale spielen? Ja. Müssen die mit diesem Kader Meister werden? Ja. So, dann ist es ja offensichtlich kein Problem des Personals, sondern der Konstellation zwischen dem Personal, ja, weil es ja nicht an der Qualität liegt. Und dann sind wir ja bei dem Punkt, dass offenbar, also wir können jetzt ja noch sportlich weitergehen, was wird jetzt nicht alles diskutiert? Hätte man überhaupt deiner Meinung nach Robert Lewandowski adäquat im Sommer ersetzen können? Oli Kahn hat gesagt, bei Haaland haben sie es versucht. Wenn du den nicht kriegst, wer wäre denn ein adäquater Lewandowski-Ersatz gewesen? Sie können ja noch froh sein, dass plötzlich Erik-Maxim Tschumoting um die Ecke gekommen ist und ihn in vielen Spielen den Allerwertesten gerettet hat, weil er die Tore gemacht hat. Aber hätte man den überhaupt adäquat ersetzen können? Ist so eine Frage, die ich mir stelle. Ist Sadio Mané ein Fehlkauf, ploppt jetzt plötzlich auf? Würde ich sagen, nein, ist er nicht. Naja, aber du kannst ja zumindest auch noch nicht sagen, dass er dass er ein guter Einkauf war. Bislang noch nicht, nee. Ja, aber ich würde jetzt noch lange nicht dazu übergehen, zu sagen, den müssen wir im Sommer sofort wieder loswerden. Mhm. Ist Joshua Kimmich ein Führungsspieler? Ist so eine Frage, die mir aufploppt. Ja, völlig. Ja, aber ist dann mehr von ihm gefragt jetzt gerade? Naja, geht er zu oft mit unter? Naja, vor einer Woche haben wir darüber geredet, dass er nach dem Sieg, nee, vor zwei Wochen, dass er nach dem Sieg gegen Freiburg sich vor die gegnerischen Fans gestellt hat und quasi das Mir-ist-an-mir-Gefühl gelebt hat, was dann eben aneckt, wie wir das kennen aus München. Also, was ist er denn nun? Mhm. Ne? Es sind ja nur alles, also gäbe es diese ganze Krise jetzt nicht, wenn Manuel Neuer sich nicht verletzt hätte. So. Das sind alles so Fragen, die mir aufploppen in diesem Moment. Ja? Also, ich habe tatsächlich auch das Gefühl, dass, und da müssen, also das, da ist er der Erste, übrigens ist er genau deswegen auch ein Führungsspieler, der sich da an die eigene Nase fässt, aber Jo Kimmich sieht bei diesem 1-2-Gegentor, ne, da sind wir wieder bei dieser Aktion, sieht schlecht aus, weil das ist ja kein individueller Schnitzer, wie wir sie jetzt leider mehrfach von Upamecano zum Beispiel in der Champions League erlebt haben, aber er lässt den einfach davonlaufen, obwohl allen Bayern über 90 Minuten plus X klar sein muss, was da für ein Spiel kommt. Und dieses Tor, das kriegst du vorher dreimal in der Videoanalyse vom Coaching-Team vorgespielt. Hoher Ball vom Keeper und dann verlängern die, auch auf Onisivo aufpassen, der nimmt da immer gut Position ein und dann kommen die nachgerückt. Ja. Da ist dann Lee und da ist dann der. Das konnten die denen genauso sagen. Und trotzdem lässt Kimmich den laufen. Also, das machst du nicht, wenn du sagst, und zwar will ich damit Thomas Tuchel sagen, dass ich immer noch auf der Seite von Julian Nagelsmann bin, aber du bist doch offensichtlich nicht hundertprozentig da. Ja. Ja, und Goretzka, schwache Phase, hat ein schwaches Spiel gemacht, gerade mit vielen technischen Fehlern am Ball. Dass das nicht seine größte Qualität ist im Vergleich zu Jamal Musiala und Co. ist auch klar. Musiala hat nicht mehr die Leichtigkeit, gibt einen logischen Grund dafür, dass der jetzt so ein bisschen in der NBA, würden wir sagen, gegen die Rookie-Wall kracht. Aber alles in allem, finde ich, merkt man tatsächlich, dass eine Frische nicht da ist. Verunsicherung da ist. Guck dir Jan Sommer an. Der ist ja komplett verunsichert im Moment. Genau, aber die würde ich nur bei ihm und Upamecano sehen. Mhm. Aus vergleichbaren Gründen. Mhm. Aber ansonsten, was ist noch mit gegen Manchester City? Ist es eben dann doch so ein Thema, was wir jetzt so häufig bei den Bayern unterschätzt haben, weil sie in der Liga dann, selbst wenn sie danach nicht so doll performt haben, aber so ein Mainz noch 2-0 geschlagen haben, das ist jetzt gerade ein emotionaler Abfall gewesen und Mainz hat genau da zugeschlagen. Also nach dem Motto, wichtigstes Saisonspiel, Rückspiel, vielleicht kriegen wir es noch gedreht, nee, funktioniert nicht. Jetzt rein in die Bundesliga-Partie, Leute heute wieder zusammenreißen, ja, 1-0 und das ist dann auch der Grund, dass du nicht 2-0, 3-0, sondern dass es eben einfach nur ein 1-0 ist zur Halbzeitpause und du es dann eben so ein bisschen in dem sicheren Fahrwasser versuchst nach Hause zu schippern. Das hat ja Oli Kahn gleich moniert nach dem Spiel, ne? Als er gesagt hat, wer wollte da auf dem Feld eigentlich deutscher Meister werden? Er hat es nicht gesehen in der zweiten Halbzeit. Ja genau, und vielleicht haben sie sich auch zu spät daran erinnert, dass das jetzt der wichtigste Titel der Saison ist, weil nämlich der einzige. Hasan Salihamidžić offensichtlich jetzt in der Diskussion. Das ist das, was ich gerade eben, bevor wir den Aufnahmeknopf gedrückt haben, noch gelesen habe. Sind wir ehrlich, es hat mich auch sehr gewundert, dass sich so viel auf Kahn kapriziert hat und
Hasan Salihamidžić bislang da irgendwie so halb unterm Radar zumindest vor. Ja, was man halt immer wieder hört, ist, dass Salihamidžić den Hoeneß-Joker hat. Den Hoeneß-Joker hat. Aber das kann doch nicht, also das kann mir doch keiner erzählen, in einem modern geführten Riesenclub wie dem FC Bayern, dass es am Ende immer noch sich darauf runterbrechen lässt. Dann fall ich vom Glauben. Übrigens, wenn ich irgendwann das FC Bayern Schafkopf rausbringe, dann möchte ich gerne den Hoeneß-Joker selber kreieren. Aber da fall ich vom Glauben ab, wenn das wirklich so ist, dass da quasi eigentlich intern so viele Leute eher sagen würden, Brazzo war gut jetzt, aber dann hält noch einer die Hand drüber. Aber gut, ich bin im Profifußball schon so oft vom Glauben abgefallen, wenn man da manchmal Dinge mitbekommt. Ich habe in den letzten Tagen wieder so viel gehört, und man muss dann so wahnsinnig vorsichtig sein, aber so viel gehört zum FC Bayern München, dass, ich sag mal so übersetzt, es gibt eine Theorie, die besagt, dass Uli Hoeneß eigentlich gar nicht wirklich zurückgetreten ist von seinem Amt als Präsident, Manager etc., sondern dass er jetzt einfach nur Homeoffice macht. Der Schattenkanzler im Homeoffice. Am Tegernsee.